Die Ausstellung ist ein Glücksfall, denn mich hat der Blau-Herausgeber, Journalist Cornelius Tittel, angerufen vor langer Zeit und mich gefragt, was ich von einer Bäume-Ausstellung von zwei der weltberühmtesten Maler halte, Carol Dunham aus Amerika, New York, und Albert Oehlen, geboren in Krefeld, lange Professor hier an der Akademie, die beiden zusammenzubringen und mit dem Thema der Bäume, was jetzt nicht gerade deren Hauptthema ist, aber was sicherlich eine wunderschöne Beziehung beider Maler vereint. Ich finde die Idee großartig. Man sieht normale Bäume vielleicht und man sieht die Winterbäume, die reine Abstraktion des Baumes aus Stamm und Geäst. Und wenn man zurückgeht auf Piet Mondrian, hat man eigentlich auch schon die Erklärung, wie aus einem Baum, den jeder vielleicht erkennt als reale Figuration, wie aus dem eine reine Konstruktion wird aus vertikalen, horizontalen und geschwungenen Ästen. Also insofern haben wir hier eigentlich eine Feierstunde des malerischen Grundgedankens anhand zweier super außergewöhnlicher und gewaltiger Maler. Und ich glaube, es geht auf. Ich glaube, die Blickbeziehungen sind großartig. I started thinking about trees really from looking at sketchbooks I was making and seeing things that resembled them. It came up in my work almost randomly. It doesn't interest me in the way of symbolism or metaphors. It's more kind of construction I can use to make paintings. And I didn't really think when I started with it that it would be that useful, but it's turned out to be quite productive for me. I don't have a good explanation of why. I've followed Albert's work for a long time. I think the fact that we're nearly peers is interesting. The idea of seeing what it would be like if the two things interacted was fascinating. I haven't really ever done a project like that before, so it was very appealing. I think our paintings have a very different atmosphere from one another, but they seem to be happy together, so I'm happy. Der Baum als Motiv ist ein Vehikel, um diese Bilder zu machen, die ich da machen wollte, die ich eben mir nicht so visuell vorgestellt hatte, sondern ich habe den Baum als Programm gesehen, um bestimmte Handlungen auf der Leinwand ausführen zu können. Was muss man tun, damit es wie ein Baum aussieht? Also Winterbaum mit den kahlen Ästen. Ich kenne die Arbeit von Carol Dunham und finde, dass er ein ganz großer Künstler ist in unserer Generation, und das Schöne an der Gegenüberstellung jetzt ist, dass er halt den belaubten Baum und ich den unbelaubten Baum bearbeitet haben, ohne Absprache, und das passt halt gut zusammen. Ja.